Was wäre, wenn es eine Heizung gäbe, in der die Zukunft schon eingebaut ist? Entdecken Sie Heizsysteme mit Zukunft. Solide, modular, vernetzt. Budehaus. Prost-Comedy im Remscheider Bräu, eine neue Reihe, die hier heute startet. Und einer der Künstler ist bei mir, Johnny Armstrong, Engländer aus Berlin, der versucht, ja, einerseits Deutschland zu erklären, sein Leben zu erklären, den Menschen und Spaß zu haben. Oder wie würdest du es selber diskutieren? Ich predige nicht, ich erkläre nichts, ich mache nur lustiges Zeug und Leute lachen. Meistens. Aber es ist ja so, dass du deine eigene Lebensgeschichte ja immer wieder ein bisschen erzählst, oder würdest du es anders erklären? Meistens nur gelogen, aber es sind Witze halt so. Manchmal der Anfang von einem Witz stimmt, muss ich sagen. Ich bin in der Tat wirklich wegen einer Frau in Deutschland, aber nicht, weil sie in England schwanger würde, damit ich abhauen müsste. Das ist gelogen, aber das soll nur ein Scherz sein. Und wie ist das, wenn du dann die Geschichten mit deinem Bart, mit den Witzen über die Iren und dem Blut und all sowas erzählst? Verstehen die Leute das immer? Meistens, und wenn nicht, dann... Shit happens. Was kann ich dafür tun? Ich meine, ich habe tatsächlich irische Herkunft. Der Vater meines Vaters kam aus Irland. Angeblich. Wir wissen nicht so genau, wer mein Vater war, aber wir denken, es hätte den Schotten sein können. Der Schotte. Oder waren es die Harlem Globetrotters und bin eher schlecht im Basketballspielen. Dann hättest du ein bisschen größer sein müssen, ne? Wenn du Harlem Globetrotters gewesen bist. Aber wie ist das für dich, wenn du heute hier... Es ist sehr klein, es ist sehr, sehr persönlich. Ja, gefällt dir das mehr oder machst du die größeren Bühnen heutzutage? Es ist unterschiedlich. Man hat ein ganz anderes Gefühl, wenn man vor 1000 Menschen spielt oder vor 100. Es ist ein bisschen intimer so, aber ich denke auch bei einer richtig großen Menschenmenge, das macht auch arg viel Spaß. Weil die Lache kommen dann auf Wellen und es ist wirklich so wie eine Lachparty und die finde ich auch sehr geil. Meistens finde ich sie geiler, ehrlich gesagt. Ja. Aber ist es, wenn du jetzt hier heute stehst und du kannst den Leuten wirklich in die Gesichter, in die Augen gucken, ist es, also du kriegst ja die Reaktion sofort. Ist es dann eher nicht schöner oder sagst du, nee, du willst wirklich die große Bühne? Reaktion, so, ich nehme an, wenn man im Stadion spielt. Aber es ist was anderes, ja, schon. Es ist intimer, ja. Ziehst du dann dein Programm durch oder passt du es dann manchmal an? Ich passe mich immer an. Ich bin nicht so der Komiker, der sagt, ja, ich mache mein Zeug, ob sie lachen oder nicht. Nee, ich bin da, um Leute zum Lachen zu bringen. Und deswegen versuche ich, Leute nicht zu erkränken mit zu derben Witzen. Ich meine, ich bin schon ein bisschen unter der Gürtellinie, aber nicht, weil ich Leute schockieren möchte. Und nicht, dass sie angekotzt werden während meines Programms. Dankeschön, Johnny, für dieses Gespräch. Also, Johnny Armstrong hier heute im Remscheider Bräu bei Prost Comedy.